Aus einem Gedichtband von Klaus-Peter Herzsch lese ich euch ein paar Verse, die sich reimen. Mit der Frage, um wer handelt es sich hier? Er hat sich auf dem freien Feld ein kleines Häuschen aufgestellt. Dort konnte er sehen aus der Nähe, was weiter mit der Stadt geschehe. Genau, das war der Jonah. Er wollte schauen, wie das Feuer auf Ninive fällt und wie sich das Gericht über diese Stadt vollzieht. Gott hat sich aber nachher erbarmt über die Stadt. Er hat dem Jonah seinen schönen Rizinus zerstört, seinen Schattenbaum. Der Jonah hat gerannt. Es heisst, die Sonne stach, ein Wind ging heiß, der arme Jonah stand im Schweiß. Da weinte er, da sagte er, ach, wäre ich tot, ich kann nicht mehr. Und Gott hat ihm in diesem Moment nachher erklärt, wenn du schon rennst wegen einem Baum, warum sollte ich mich nicht erbarmen über so eine Stadt wie Ninive mit so vielen 100'000 Menschen und all dem Vieh, das da drinnen lebt. Und wenn Gott selber ganz andere Gesichtspunkte hat als der Jonah, den er mal geschickt hat auf Ninive, dann müssen wir sagen, auch gleich gibt es ein Gericht. Jetzt nicht eins für Klappstühle, für den zu hocken und dann zu schauen, wie es die anderen bereicht. Und dann auch der erste Jonah, der muss ganz sicher vor dem zweiten Jonah, der Jesus Christus ist, er hat sich ja mit dem Jonah verglichen, er muss sicher vor dem dann auch erscheinen, wie wir alle zusammen auch. Es gibt also den Richtstuhl von Christus und dort werden alle Menschen müssen erscheinen. Wenn man als evangelischer Theologe heute das Wort jüngstes Gericht ins Maul nimmt, dann setzt man sich eigentlich schon ziemlich in die Nesseln. Es geht uns hier anders als bei der katholischen Kirche. Dort ist das gang und gäbe, dass das noch erwähnt wird. Auf das kommen wir kurz zu reden zwischendrin. Bei uns Protestanten ist es ein gut verdrängtes Thema, eines, das man möglichst probiert zu umfahren, zu umschiffen oder mit theologischen Argumenten zu nüten zu machen. Man sagt nämlich, das war eine Redewendung aus dem alten Orient. Das war eine Vorstellung von den Leuten, die zur Zeit von Jesus vielleicht gelebt haben. Heute weiss man das ja viel besser. Item. Jedenfalls ist sogar die postmoderne Gesellschaft eine, die sagt, ja, vom Gott Schöpfer kann man eigentlich besser reden als vom Gott, der Richter ist und insbesondere eben nachher auch gnädig ist mit den Sündern. Das sind Themen, die schon bereits ziemlich ausblendet sind. Ist es wirklich so, dass der heutige Mensch nicht mehr im Horizont von Gericht lebt? Ich behaupte, das ist absolut nicht so. Menschen haben ein schlechtes Gewissen, sie wissen, dass es mal ein Gericht gibt. Menschen werden ja ständig auf Qualität geprüft. In keiner Zeit war das so stark wie heute, wo man durch eine Prüfung durchfallen kann. Es schreibt ein Teenager Folgendes über sein Leben. Mit 21 war ich lange Zeit arbeitslos, habe getrunken, Drogen genommen, mich geprügelt und sehr, sehr viel geklaut. Es hat mir Spass gemacht, es war ein Reiz. Und jetzt schauen wir noch heute, was die gleiche Person nachher im Internet über sich schreibt. Wie fühlt man sich, wenn man das gemacht hat? Ich muss zugeben, und ich weiß auch, dass Gott es weiß, denn Gott weiß alles. Ich stehe eigentlich auf solche Sachen und deswegen habe ich Angst, dass Gott es mir nicht verzeiht, weil ich nicht aus reinem Herzen bereue, weil ich diese Tat nicht als dreckig sehe, sondern ganz ehrlich, wie gesagt, ich finde es geil. Das heißt, in mir steckt viel Sünde. Das ist ein ganz normaler Teenager, der so einen klaren Durchblick hat über sein eigenes Leben. An ihrer Stelle sagt der junge Mann auch noch, ich habe Angst vor dem jüngsten Gericht. Ist vielleicht die Tür dazu, wenn ich komme? Bleibe ich dann ausgesperrt? Werde ich verurteilt von Gott? Er weiß es haargenau. Und das ist das Interessante, das ist das, was wir unterschätzen. Die Leute reden sonst nicht mehr so offiziell darüber, in den Kirchen vielleicht nicht mehr, aber vielleicht in einem Internetforum kann man das nachher wieder lesen. Jeder hat ein Gewissen, jeder Mensch weiß, was gut und was recht ist und was böse ist. Und es treibt die Leute mehr um, als man denkt. Und wenn wir sagen, ja, heute kann man nicht mehr von Gericht reden, das ist kein Thema mehr, dann kann man eigentlich auch nicht mehr von Gnade reden. Dann lässt man die Leute nachher in ihrem Zeug sitzen. Und vielleicht machen wir es eben nicht, weil wir selber damit ein Problem haben und selber nicht ganz ehrlich können darüber Auskunft geben. Die Wahrheit ist eben das eine, die Ehrlichkeit ist dann nochmal etwas anderes. Wir müssen ganz ehrlich sein mit uns selber. Es gibt viele junge Menschen, es gibt heute viele Menschen, die noch immer sehr ehrlich mit sich selber umgehen und wissen, eigentlich habe ich Angst. Eigentlich habe ich Angst, das ist nicht unbedingt etwas, das man damit überwinden kann, dass man sagt, ja, wenn der eine im Wegführer ist, können wir für ihn noch etwas tun.
Die Frage ist, woher kommt überhaupt das Fegefeuer? Gehört das zum Gericht? Ist das etwas anderes? Hat man das aus der Luft gegriffen? Ist das eine Idee von der katholischen Kirche? Wir werden es im nächsten Teil miteinander ein bisschen näher anschauen.